Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von genau Ölex. So, wir haben uns entschieden, hier reinzugehen. Achtung! Nur nicht wieder auf mich schießen, Kumpel, ja? Ich hab's nämlich satt, immer das Opfer von dir zu sein. So. Oh, komm mal hoch. Nee. Genau, wir haben ja die Aufgabe, diese Konverter abzuschalten. Ist ja keiner. Ich komme. Schon kaputt. Kommt mir ein bisschen vor wie so ein Ego-Shooter. wieder so eine hackbare Tür. Okay. Hacken. 7, 4, 5, 9, 2, 3. Sind ja fast alle richtig. 9, 7. Warte mal, nee, dann machen wir mal 3. Nee, geht nicht. Okay. Dann 3, 7, 9. Da müsste es so sein. Geht doch. Radioaktiver Raum. Ja, warte da. So, hier geht's nicht weiter. Also, nächster Stockwerk. Da oben wartet auch schon einer. Huch. Sollte ich erst den Knopf drücken. Jetzt steckt das Ding weg. Hä? Steck doch das Teil einfach weg! Mann! Oh, da ist er. Hübsche Waffe. Oh nein! Was ist das jetzt? Gute Nacht. So. Den Wetter abschalten. Nummer 1. Wuff, wuff, so, so.
Okay. Ding ist abgeschaltet. Jetzt gehen wir mal da noch hin. Da werden wir nichts machen können. Da geht's nicht rein. Gucken, ob wir hier nur irgendwas machen können. Ein bisschen was zum Sammeln gibt's hier. Oh, nicht schlecht. So, das war's hier an dieser Stelle auch schon. Teleporter haben wir da. So, okay, wo haben wir denn noch einen Konverter? Hier unten gibt's doch, war auch noch irgendwo. Aber den haben wir, glaube ich, schon abgeschalten, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den hatten wir schon weg. Aber warte mal, wir können ja hier das hier machen. Das sehen wir ja. Ach, war das nur der eine oder was? Das war wahrscheinlich scheinbar eh der eine nur. Ja, gut. Okay. Ja, was jetzt? Weiß ich noch nicht. Ja, alter Mann! Man könnte natürlich jetzt mal sagen, okay, dann schauen wir mal, wo dieser alte Mann sich versteckt. Das ist da oben. Auch nicht gerade um die Ecke. Hier waren wir mal. Man könnte natürlich die Straße runtergehen und dann... Ich vermute mal, man kann hier hochgehen. Ich weiß es aber nicht. Ich sehe schon, wir haben noch gar nicht was zu tun. Das ist nicht wenig. Hm. Könnte natürlich auch mal hier gucken. Bin mir auch nicht so schlecht. Das ist eigentlich eine Idee. Weil irgendwo muss ja dieser komische Typ sein, der im Dings beschrieben wurde. Oh. Ich helfe dir! Dammit! Er nimmt keinen Schaden oder was? Wow! Wie du willst. Danke, Kumpel. Dir ist schon bewusst, dass du immer mich abballerst.
So. Hätte damit gerechnet, dass wir in so ein Lager hier rein spawnen. Egal, könnten wir mal aufräumen da drin, ne? War sowieso schon lange ein Dorn in meinem Auge. Achtung! Nee, I'm down. Sehr gut. Da steht ein recht großes Vieh. Ich habe irgendwie mal Lust, sowas anzugreifen. Ich greife an! Geh nicht so nah hin! Fünf habe ich noch. Greif ihn an! Ich bin direkt hinter dir. Du darfst dich nicht bewegen. Sehr gut! Komm mal packen! Ja! Wie nice! Jetzt bin ich mal gespannt. Besondere Trophäe. Aha. Cool! Also wir können die Dicken schaffen. Anders, glaube ich, kann man diese Riesen gar nicht schaffen, weil die ja so stark sind. Also ich meine, da muss man ja schon, keine Ahnung, Level 100 sein, um die vernünftig besiegen zu können. Also ich glaube, so war gar nicht so gar nicht mal so unnice. Das heißt, mit dem könnte ich die alle besiegen. Ich denke mal, dass der hier ziemlich zu den Stärkeren gehört hat. Wissen tue ich es natürlich nicht. Mit vielen habe ich mich noch nicht von denen angelegt, aber ein paar kennen wir ja. So, okay. Der Typ da, nee, der hieß Schrotti, ne? Oder Scotty oder irgendwie so da. Der da unten gelegt hat, ne? Nee, der ist eher uninteressant für uns. Mal hier. Hier was Interessantes. Sieht jetzt nicht so interessant aus. Gut, irgendwo da müsste dann jetzt... ein Teleporter gleich kommen. Da drin waren wir ja schon, ne? Da haben wir auch schon ordentlich aufgeräumt. Da ist der Teleporter. Das könnte man doch immer an diesen Dingern. Diese Türme haben mich schon immer fasziniert.
Ich habe einmal gelesen, dass sie ein Wahrzeichen eines alten Gottes waren. Die Menschen von damals hatten sie angebetet, auf dass er ihnen das Licht bringen möge. Nordwestliche Straße. Also ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Der da ist es nicht, ne? Nee. Das ist der normale reisende Händler, der hier immer rumlatscht. Na gut, kann man nichts machen. Müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie an diese blöde Information noch drankommen. Granaten hatte der keine. Hatten wir jetzt eigentlich ein Level up? Ja! Cool, da kümmern wir uns auch gleich mal drum. Zeig. Schauen wir mal. Ja gut, jetzt noch skillen und nicht, weil wir ja nicht ganz genau wissen, was für Attribute wir jetzt demnächst brauchen. Aber da können wir dann nachher mal gucken. Ja, weiß jetzt nicht. Sollen wir jetzt uns auf dem Weg dorthin machen oder sollen wir erst... War das denn? Nee, warte mal, was ist denn das hier nochmal? Wer war denn das nochmal? Händler? Nee. Das ist das... Hä, wo steht denn das Ding jetzt nochmal? Der? Scheiße, ich glaube, das war der hier. Und wir haben den Teleporter nicht geholt. Yeah! Vater! Sehr gut. Na gut. Hilft auch nichts. Okay, ja, dann gehen wir doch mal hier hin zum Rüstschmied. Und schauen nach, was wir brauchen. Und dann skillen wir das. Und dann können wir vielleicht ja eh schon die Waffe verbessern. Schauen wir mal die Geister an, genau. Nun gesagt, wenn wir den verbessern, bringt uns eigentlich nichts. Haben wir den Jagdbogen. Den können wir irgendwie nicht fertigen, verbessern, warum auch immer. Haben wir den Kriegsbogen, den könnten wir verbessern. Dazu würden wir Geschicklichkeit benötigen. Um genau zu sein, 6 Punkte. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Armbrust kann man auch nicht wirklich verbessern. Aber wenn wir den Kriegsbogen, der hätte dann 79. Der hier ist jetzt bei 66. Der Geisterhahn ist bei 72. Hey, seit wann ist der Geisterhahn? Achso, der Geisterhahn. Da brauchen wir Stärke, nur sehr viel, ne? Der ist bei 64. Und der Bogen, das war jetzt der Kriegsbogen, wo wir gemeint haben, den können wir verbessern. Da bräuchte man halt nur die Stärke. Okay. Technik! Immerhin zwei. Scheiße, wir haben jetzt, glaube ich, gerade das Falsche geskillt. Wir haben Geschicklichkeit gebracht. Ich dussel. Welches Level sind wir eigentlich jetzt? Sind wir jetzt Level 25? Ne, noch nicht ganz. Okay. Ja. Hat Xau gut gemacht. Lass deine Technik lieber stecken. Gut, wir könnten jetzt... Passiert noch jemandem etwas. Könnten natürlich auch... Können ja auch Schnellladen machen. Dann machen wir Schnellladen. Genau. So. Geschicklichkeit müssen wir skillen. Das reicht eh nicht. Ja, wir brauchen noch 2 Punkte. Geschicklichkeit reicht eh nicht. Also eh wurscht.
Aber ein Level noch, also noch ein bisschen. Dann haben wir es zusammen. Dann können wir. Ja, Erzberserker werden. So. Was wollen wir dann jetzt? Keine Ahnung. Alte Mann war da oben. Geduld kann man eh nicht. Gefährten, wie gesagt, das ist blöd mit den Dingern. Edan, spurlos verschwunden. Keine Ahnung, wo der sich befindet. Ja, dann das da. Dann gehen wir. Ja, müssen wir dahin latschen. Wunderschön. Dann gehen wir von hier aus dahin. Ja, ist jetzt blöd, ne? Wieder mal. Ich würde sagen, ich laufe dahin und dann machen wir die nächste Aufnahme. Also, machen wir die Fortsetzung. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch. Hier unten irgendwo ist der Teleporter versteckt. Wie ätzend. Ich habe jetzt aber erstmal wieder gesucht und gesucht und gesucht. So, und ich glaube, dass wir den hier auch ausschalten sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal hoch, bevor wir jetzt mit denen hier quatschen. Ja, ich glaube, den sollen wir auch abschalten. Warum machen sie das denn nicht selber? Wie sollen wir das machen? Das verstehe ich nicht. Aber ist auch wurscht. Auf geht's. Immerhin stoßen wir ja nicht auf Feinde. Das ist schon mal gut. Hallo. Ich will da rein. Keine Ahnung. Hacken. Oh. So, oder? Aha. Fünf. Hä? Ah, nee, die fünf ist da drüben. Dann die acht. Geht doch. Seltsame Sache. Oh, kleiner weißer Stein. Na gut, weiter nach oben. Da müsste die Konsole sein zum Deaktivieren des Konverters hier. Sehr gut. Für die natürlich richtig scheiße, ne? Wenn das Elex nicht mehr kommt, dann keine neuen Soldaten. Schön. Kann man den eigentlich auch wieder einschalten? Macht wahrscheinlich wenig Sinn, deswegen geht's nicht. Ich bin nicht gut genug. Na, es gibt noch Truhen, wo ich nicht gut genug bin. Ja, Monsen. Bin ja schon ein bisschen enttäuscht. Das war wohl nichts. Hm? Ah, dann so. Dann so. Zu einfach. Es lohnt sich immer, mal aufs Dach zu schauen. Bisher haben wir immer hier gutes Zeug gefunden.
Splitterraketen. Und ich weiß immer noch nicht, wo man die benutzen soll. Wäre es nicht schöner, Splitterpfeile oder irgendwie sowas zu kriegen? Was ist das? Das klang aber nicht gut. So, dann gehen wir runter. Und in das Gebäude hinein und quatschen ihn mal an und sagen ihm, Hammer gemacht. Weitere Instruktion bitte. Also das hätten sie auch selber abschalten können, ganz ehrlich. Der Süderbesser-Konverter schweigt. Damit wäre dieser Stein des Mosaiks gelegt. Die Soldaten in Xalkor werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden uns auf ihre Ankunft vorbereiten. Und die anderen Konverter? Unwichtig. Wir haben hier erst einmal alle Hände voll zu tun. Du weißt, wie man sie abschaltet. Entscheide selbst, ob es strategisch klug ist, weitere von ihnen lahmzulegen. Wenn du willst, dass ich etwas... Keine Ahnung, ob das klug oder dumm ist. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Ich mache nur Aufgaben. So, okay. Ja. Was fehlt uns denn noch? Ein bisschen fehlt uns noch für den EP-Schub. Also wir haben hier den Konverter ausgeschaltet. Da ist noch einer. Haben wir den jetzt eigentlich ausgemacht? Ich glaube nein, weil uns die Dings gefehlt haben. Ja, dann lasst uns da hin teleportieren. Gehen wir rein, machen das Ding aus. Die Dinger geben ja mega viel EP. Also das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so entscheidend ist, wenn ich da die Dinger ausschalte. Außer, dass sie gar nichts mehr kriegen und dann wahrscheinlich alle verrückt im Kreis rennen, oder? Weil sie im Elex-Entzug sind. Oh, was rennt uns hinterher? Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Bedrohlicher Ort. Tut. So. Komm, gehen wir rein. Hä, wo kommt der denn jetzt her? Das ist ja komisch. Ich dachte, wir hätten alles getötet, aber scheinbar stand da nur einer rum. Oder sie kommen zurück. Ich weiß es nicht. Vielleicht, es kann ja sogar sein, dass mit der Zeit, dass sie wieder die Dinger aktivieren. Ich weiß es nicht. Und sich zurückholen kann gut sein. Aber das werden wir dann schon herausfinden. Die aktivieren jetzt das Ding einfach. Und dann schauen wir mal. Nein! Ah, gut. Stand ja nicht drin, aber unten war es ja eh schon. Also fängt dann nicht an, nach oben zu fahren. Gott sei Dank. So. Genau, dann schalten wir das Teil hier auch ab. Boom. Ist die Musik gut oder eher schlecht? Da ist Gift. Oder? Nee. Sah nur so aus. Erlöser. Boah, das klingt heftig. Erlöser von was? Ich meine, allein wegen den fetten Waffen lohnt sich das doch, hier hochzugehen. Also die freizuschalten. Jetzt schauen wir uns das mal an. Erlöser. Der Erlöser. 100 Schaden. Oder fehlt uns aber ein bisschen was. Aber der Erlöser klingt gut. Wie sieht's mit EP aus? Ah, nur ein kleiner Zipfel. So.
Schauen wir mal kurz. Hier unten ist der Augenkonverter. Haben wir den abgeschaltet oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir schauen ihn uns mal an, überziehen wir ein bisschen. Also ich glaube, wir haben ihn abgeschaltet. Da war ja diese, da war ja der Falk eigentlich. Ja, mach mal. Dann nimmt er mich auseinander. Sehr stark. So. Weil wir hatten ja theoretisch nicht das Wissen, die Dinge auszuschalten. Deswegen kann es gut sein, dass der gar nicht aus ist. Deswegen schauen wir einfach mal nach. Der hier scheint ja schon etwas länger zu stehen. Ich glaube, wir müssen noch eins hoch. Wir können ganz kurz gucken. Okay, irgendwo was steht. Nee. Die sind eigentlich alle gleich aufgebaut, ne? Aber ich glaube, wir haben ihn. Das hier ist der Kommandotrakt des Konverters. Hier geben die Alps den Befehl, den Lebewesen in der Umgebung das Helix zu entziehen. In Nidan sind sie offenbar nicht weit gekommen. Okay, also der war definitiv schon aus, okay. Ja gut. Wo gibt's noch einen? Das hier könnte vielleicht einer sein, keine Ahnung. Aber sonst wüsste ich jetzt hier unten, wo wir schon waren, wüsste ich nicht, wo noch einer ist. Hier könnte vielleicht nur einer sein. Und da vielleicht dann auch. Warte mal, stehen da. Konverter. Okay, also da. Also, nächste Folge, liebe Leute. Wir teleportieren uns hier hin. Holen uns den Teleporter. Gehen dorthin. Da haben wir eine Aufgabe. Diesen komischen Typen zu finden. Dann gehen wir zum Kortenwärter Ignadon. Und ja, dann schauen wir weiter. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace over and out.